Moin Moin und herzlich willkommen am großen Strom. Wir stehen bei 122, 13. Das ist unten an der Bahnbrücke. Das Equipment und so weiter zeige ich euch gleich. Und wir wollen hier Brassen angeln. So, zwei Ruten sind schon krumm. Schon mal gar nicht so schlecht. So, hier stehen wir und werfen so grob Richtung 10 Meter Loch. Eigentlich möchte ich mehr im Randbereich vom 10-Meter-Loch fischen, aber es lässt sich nicht unbedingt immer vermeiden, dass man direkt hineinwirft. So, wir bekommen hier einen Biss nach dem anderen. Der Spot ist also gar nicht so schlecht. Der ist echt heiß. Aber die Fische noch relativ klein. So, hier unser Setting ist auf allen Routen eigentlich gleich, bis auf dass ich auf den anderen beiden Routen ein 60 Gramm. 60 Gramm Futterkorb dran habe. Ansonsten sind die Settings identisch. 9,7 Kilo Fluorcarbon-Vorfach. Wer es nochmal sehen will, muss zurückspulen und mal kurz auf Stopp machen. Wobei man beim Fluorcarbon-Vorfach auch noch nur mal runtergehen könnte. Man könnte auch auf das 6,4er gehen. Wirkt sich grundsätzlich erstmal positiv aus, muss ich sagen. Aber alle gleich groß, ne? 1,3, 1,304. Haben wir nicht gerade der letzte auch 1,304? Ne, 1,303. Ey, kann doch nicht wahr sein, oder? Ist ja wohl ein Witz. Krass. So. Aber ich habe euch das ja schon in der letzten Folge angekündigt. Die Brassen sollen hier aktuell ganz gut gehen. Das ist immer so ein Geheimtipp, dieser Spot. Es gibt ja ein paar mehr Spots, wo die Brassen wohl mal laufen, aber hier aktuell schon seit längerem ganz gut. Hier kann man allerdings auch mal auf dem A-Land oder so treffen. Da muss man echt vorsichtig sein. Wir wechseln mal auf das 6,4er. Sind wir mal mutig? Gehen mal auf Fluorcarbon 6,4. Mal gucken, ob sich das positiv auswirkt, was so die Größe angeht. Wir fangen ja relativ klein, aber wenn ich in den Chat gucke, die fangen alle deutlich größer an. Ne? Das ist. Warten wir mal ab. So, da kommt schon der nächste. 1,4, knapp drunter. Ab 1,5 haben sie einen Haken. Achso, Fluorcarbon wollte ich ändern, genau. Zwischenzeitlich bin ich alter Mann auch ein bisschen verwirrt. Seit neuestem habe ich hier diese Deadly Loops drauf, diese Deadly Loop-Haken. Die wurden mir empfohlen. Die gehen auch ganz gut, muss ich sagen. Also Ausschlitzer habe ich keine. So, eine haben wir da auf 9,4 Kilogramm Fluorcarbon, die anderen auf, was habe ich gesagt, 6,4. So, warten wir mal ab. Also Bissfrequenz können wir uns echt nicht beschweren. Die ist schon ganz gut für den Anfang. So. Und wir sind aktuell hier 8 Leute am Spot. Gar nicht mal so wenig. Seht ihr? Zack. Könnte schon sein, dass hier die Brassen ein bisschen größer werden. Problem haben wir natürlich jetzt. Das Fluorcarbon hält natürlich nicht ganz so viel aus und wir sind relativ schnell im roten Bereich, wenn wir drillen. Aber der ist schon relativ groß jetzt. Ich denke, der könnte so Richtung 3 Kilo gehen. 2 Kilo hat er auf jeden Fall. 2,5 lege ich mich mal fest. 2,5 Kilo würde ich sagen, hat er jetzt, den wir hier dran haben. Und an allen drei Routen wieder der Biss. Da können wir nichts sagen, oder? So, der ist schon dunkel gefärbt. 3,2 sogar fast. Seht ihr? Zack. Schon kommen die richtigen Kaliber an den Start. Nur weil man das Fluorcarbon-Vorfach ein wenig kleiner wählt. Aber das hier ist ein kleiner. Der ist nicht ganz so groß. Hier ist unser Futterkorb auch leer. Den müssen wir gleich nochmal füllen. Oh, der ist aber auch schon. Ah, ne, der ist noch zu klein. 1,3. Der ist noch hell gefärbt. Auch den Futterkorb nochmal wieder voll. Brasse.
Ja, entspann dich, wir kommen schon ran. Hier wäre es auch nervig, wenn wir diese, wenn wir die piependen Bissanzeiger hätten, ne? Die würden ja auch tierisch nerven. So, also mal gucken. Hier ist das 9,4er Fluorcarbon drauf. Und wir haben überhaupt keine Probleme, den Fisch rauszuziehen. Mit 1,6 Kilo. Boah, geht so, ne? Wir wechseln hier auch mal unter 6,4er. Mal gucken, ob sich das hier auch positiv auswirkt auf die Größe der Fische. Hier haben wir auch kein Dings da drin. Muss man mal ändern hier. Brassenfutter. Bremse können wir ruhig auf 20 hochstellen. Und wir haben wieder Doppelbiss an unseren Ruten. Wenn ich das richtig höre, geht an der einen sogar die Bremse. Aber der ist auch nicht besonders groß. Hier lässt sich kaum hochpumpen. Oh. Zumindest wird er einen Haken haben, denke ich. Da bin ich mir schon relativ sicher. Aber dann knapp. Ne, 2 Kilo. 2 Kilo. Damit steht er auch im Chat. Hervorragend. Und gibt auch richtig Silber. Also die geben schon richtig Geld. Also das lohnt sich auf jeden Fall, diese 2 Kilo Brassen zu fangen. Also ab 2 Kilo sind die wirklich sehr rentabel, was so das Finanzielle angeht. Dieser Futterkorb schon wieder leer oder täuscht hat. So, und der 2 schon der nächste Biss. Gerade ist ausgelegt die Rute. Hier nochmal 1,5. Die haben zwar einen Haken, aber vom Silber her sind die echt schwach. Alles unter. Achso, ich gehe schon auf Karpfenfutter. Reine Gewohnheit. Und nochmal der Doppelbiss. Ich wollte schon sagen, ich höre die Bremse, aber es war wohl nix. Oh hier, der Jaggen mit einem 4,1 Kilo. Der dürfte schon ein Trophy sein. Das könnte schon ein Trophy-Brasse sein. Wunderbar. Der hier wird keiner. Das wird ein Fischfetzen. Die Rute sieht irgendwie komisch aus. Also mit der 2 hier. Sehr merkwürdig. So, hier der nächste. Oh, der scheint schon ein bisschen schwerer zu sein. Aber ja, so Energie direkt runter, ne? Von dem ganzen Gepumpe hier. Das ist unfassbar. Hier ist man doch. Das war nicht mal ein Brasser, oder? Doch, 2,4 Kilo. Schönes Tier. Schönes Tier. So, irgendwas wollte ich geändert haben. Ah, egal. Schmeiß mal einfach wieder aus. Und guck mal, was da kommt. So, können wir hier in die Dings gucken. Hier, guckt euch das an. Zack, Brasse, 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 Brasse. Wir haben in 7 Minuten 12 Brassen gefangen. Also, wenn das nicht überzeugend ist für diesen Spot, das ist doch schon mal richtig geil. Davon sind 2 über 2 Kilo. Die bringen schon mal richtig Silber. Und insgesamt 5 mit Haken. Ja, gut. Die dürften schon größer werden, ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber die besten Brassen, die fängt man in den Morgenstunden. Die fängt man nicht hier abends oder nachts. Normalerweise so in den Morgenstunden zwischen 4 und 6. Da fängt man die richtigen Brassen. Da gehen dann auch mal die Trophys an den Start. So, mal gucken, was da kommt. Lass dich blicken. Oh, der ist auch schon eine Nummer größer. Der sieht schon ganz gut aus. Zack, 2,3 Kilo. Wunderbar. Hier der nächste bis auf der 2. Oh, der geht direkt in die Bremse. Der geht direkt in die Bremse. Oha. Also das ist definitiv 20 zu hoch. Also wir müssen auf jeden Fall gleich bei den anderen Routen die Bremse runterstellen. 20 ist definitiv zu hoch. Krass. Ja, der nimmt sich erstmal Schnur. Wenn das ein Brasse ist, wird das wohl ein Trophy werden. Der geht schon richtig gut. Krass. Boah, der wäre uns fast abhanden gekommen, weil wir die Bremse zu stark eingestellt haben. Das müssen wir gleich ändern. Ja, aber so richtig Feierabend machen möchte er auch noch nicht.
Fühlt sich aber schon mal gut an. Wir lassen erst mal ein bisschen ziehen. Wir haben 160 Meter, glaube ich, auf der Rolle. Wir haben immer noch die 22 Kilo Schnur drauf. 149 Meter auf der Rolle. Wir könnten auch eine schwachere Schnur nehmen. Aber. Oder einen richtigen Schlag getan, habt ihr das gesehen? Heieieiei. So, aber jetzt lässt er sich so ein bisschen einkurbeln. Wow, da müssen wir auf jeden Fall gleich. Oh, hier, einer 4,7 Kilo Brasse. Auch ein schöner Trophy, ey. Wahnsinn. Top, top. Ich glaube, unserer liegt bei 5,2 oder so, der größte, den ich bisher gefangen habe. Aber mal gucken, was hier jetzt kommt. Schien ja auch nicht ganz so klein zu sein. Also das, puh, wenn das kein Trophy ist, so. So, wichtig gleich die Bremse runterstellen. Auf was haben wir die jetzt? Auf 15, 16. Wenn wir die alle mal auf 15 stellen, das werden wir uns mal eben angewöhnen. Sonst haben wir einen Schnurbruch nach dem anderen. So, es könnte auch mal so langsam kommen, weil ich höre schon wieder die Bremse. Da kommt der Klodeckel, der Trophy, die Trophy Brasse. Ich bin mal gespannt, wie Kilo die tatsächlich hat. Wir brauchen tatsächlich auch sogar den Kescher. So, 4,9 Kilo Trophy Brasse. Das ist doch mal richtig geil, Leute. Hammergeiles Gerät. 27.000 Erfahrung. Schönes Ding. Schönes Ding. So, zack. Hier haben wir die Bremse auch auf 20 gehabt. Krass, da muss man echt ein bisschen aufpassen, was das angeht. So, der hat noch nicht so viele Meter gemacht. Aber immerhin, Zielfisch erreicht, vor allem den Trophy Brassen. 4,9 Kilo, gut, kein Monster, aber immerhin. Und die Bissfrequenz ist gigantisch, ne? Die Bissfrequenz ist wirklich gigantisch. Da können wir uns nicht beschweren. Hier nochmal 3 Kilo Brasse, Leute. Nochmal 3 Kilo direkt hinterher. Wahnsinn. Leute, seht zu, dass ihr herkommt und die Brassen angelt. Hier auch Bremse auf 18. Müssen wir auf jeden Fall runterstellen. Weil ein Trophy würde uns auf jeden Fall das Equipment zerstören. Da müssen wir echt aufpassen. So, und wir haben bald die Hälfte zu Level 29 wiederum, Leute. Ist das krass? Ist das krass? Haben wir schon bald Level 29. So, hier nochmal 2,1 Kilo. Ey, Hammer. Hammer. Ich bin total begeistert. Ich bin total überwältigt. Da fängt der nächste in Trophy. 5 Kilo Brasse. Ey, wir sind hier mit 9 Spielern am Start, ne? Mit 9 Spielern. Und hier geht eine Trophy-Brasse nach der anderen über den Tisch. Also gar nicht unwahrscheinlich, dass wir selbst hier auch noch eine fangen. So, wir haben gleich den nächsten Biss hier auf der 3. Hätte ich schon bald verpennt. Oh, der will es aber. Oh, der will es aber aufbissen. Ah, der ist auch nicht klein. Wird kein Trophy sein, aber der geht schon ganz ordentlich ins Geschirr. Das ist das Geile hier am Brassenspot. Nachts geht das hier richtig rund. Oh, so groß ist er doch gar nicht. Da habe ich mich getäuscht. 2,3 Kilo. 2,3 Kilo. Und wir haben hier einiges an Prozenten gemacht. Habt ihr das gesehen? Also jetzt die letzten Fische haben alle Prozente im Bereich des Grundfischens. So, was haben wir hier? Die Bremse auf 15. Wir müssen gleich auf der 3 nochmal wieder runterstellen. Sag mal, wo will der denn? Aber nur Brassen, ne? Normalerweise fängt man noch ein paar Aalande an diesen Brassenspots, aber hier aktuell nur die Brassen. Hier auch nochmal 2,1 Kilo und wieder Prozente beim Grundfischen. Aber das ist ein ganz kleines Gerät. Nehmen wir aber mit. So, was macht da kommen? Was ist denn das? Was ist denn das? Eine Mini-Brasse.
wirklich winzig. Aber man kann ein schön kombiniertes Angeln machen. Tagsüber hier so ein bisschen die Löcher mit Spinnfischen abgrasen. Hier so hier das 10 Meter, das 8 Meter. So ein bisschen abspielen. Man kann es natürlich auch hier vom Ufer machen mit Spinnfischen. Und nachts nimmt man sich halt die Brassen vor. Das ist eine Top-Geschichte, ne? So, wir sind jetzt 15 Minuten am Start. Wir gucken mal in den Kescher rein. So, wir haben insgesamt 18, 19 Brassen. Eine davon Trophy. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit Haken. Ausgenommen der Trophy. Die habe ich da rausgelassen. Das ist schon richtig nice. So, haben wir auf 3 schon wieder einen Biss. Ne, jetzt haben wir nur die Schnur schlaff. So, bei dem Wetter hauen wir uns aber schön hier Tee rein. Schön die Balken wieder voll bekommen. Hier ist was dran. Ja, hat sich mal gleich auf den Grund gelegt. Deswegen haben wir den Biss nicht registriert. Den holen wir noch mal eben hoch. Und dann mal schauen, was da geht. Der ist gar nicht mal so klein. Krass. Die Flucht hat er anscheinend hinter sich. Ja, das könnte so ein 3-Kilo-Brummer sein. Ja, ein Trophy ist es nicht. Aber 3 Kilo würde ich schon tippen. 3,2 sogar. Krass. Und 6.500 Erfahrung, ne? Das sollte man nicht außer Acht lassen. Es gibt auch sogar richtig Erfahrung für die Tiere. Richtig cool. So, die Bisszeit kommt gleich erst ab 4. Ja, gut, dann müssen wir heute mal überziehen, wa? Da werden wir heute mal ein bisschen überziehen und noch ein bisschen weiter angeln. Da 2 der nächste Biss. So, 10.000 Erfahrungen noch und wir haben die Hälfte zu Level 29 schon wieder gepackt. Weil das schnell geht, du. Hammer. Letzter Zeit gut gelevelt. 1,9 Kilo hier nochmal. Ah, natürlich knapp unter 2 Kilo, ne? Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Ab 2 geben die richtig Silber. Aber wir haben die 1,1 Millionen zusammen. So, der ist schon weggeschwommen. Das sieht doch gut aus. Freut mich, freut mich, freut mich. Was kommt denn da? So, lass mal gucken hier. 1,5 Kilo, auch mit Haken. Aber nicht so riesig. Aber Bissfrequenz, Leute, ist gigantisch. Das ist richtig krass, ey. Wahnsinn. Was eine Bissfrequenz. Das lohnt sich hier zu stehen. Ohne Witz, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Wahnsinn, ey. Gut, die Fische könnten ein bisschen größer sein. Das muss ich erst ehrlich gestehen. Das stimmt schon. Nach Gewicht. Selbst der Brass ist größer als der Zander, den wir gefangen haben, ne? Hammer, ey. Krass. Aber hier gute dabei. Hier die oberste Reihe. Top. Das gibt richtig Silber. Heidewitzka. Das gibt richtig Geld. So, hier Doppelbiss, 1 und 2. Der 2 scheint nicht so, oder? Aber kommt jetzt erst richtig. So, 1,6 nochmal. So, die 2. Und dann direkt auf die 3 rüber. So, hier nochmal 2,2 Kilo und hier nochmal 0,1% beim Grundfischen. Also wir skillen auch ohne Ende. Hammer, Wahnsinn.
Wahnsinn, das lohnt sich hier heute. Das ist doch ein echtes Gedicht. So, wenn wir 5 Uhr durch haben, dann reicht das auch für heute mit Brassenfischen. Ihr habt gesehen, es läuft wieder bei den Brassen und das richtig. Ich hoffe, das hält ein paar Tage an. Dann kann man hier ein bisschen Silber farmen, ein bisschen Geld machen. Das wäre doch schon eine ganz schöne Nummer. So, Trophy-Brasse im Kescher. Es freut mich vor allem, dass wir den aufs Video bekommen haben. Das ist doch schon immer richtig gut. Direkt der nächste Biss. Ah, gar nicht so groß. Was will man machen? So, aber die 5 Uhr nähern sich. Ich denke, das ist für die Nacht gewesen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen da. Wir werden hier jetzt nicht alle Fische rausholen können, die hier beißen, weil die Bissfrequenz ist einfach zu groß. Wird mit Sicherheit wieder angemerkt, aber ist ja nicht schlimm. Denn gucken wir mal, ob denn die Bremse geht. Ne, geht er nicht. Also kein Trophy. Von daher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wo ich korrigiere, der geht wohl in die Bremse. Das müssen wir uns auf jeden Fall gleich mal eben angucken. 1,3 Kilo. Vielleicht kriegen wir hier nochmal einen guten zum Schluss aufs Band. Oh, zumindest ist der nicht schlecht. So, den nehmen wir nochmal eben mit. Und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst doch bitte einen Daumen da. Vergesst nicht unseren Discord-Channel. Dort ist absolut noch, was heißt tote Hose, will ich nicht sagen. Also es wird schon viel geschattet, aber wir sind noch sehr überschaubar in der Masse. Und 3 Kilo? Nein, 2,7 Uhr. Alles klar. Vergesst den Discord-Channel nicht, der ist in der Kanalbeschreibung. Der Link in der Videobeschreibung ist nicht immer aktuell, weil der sich ändert. Also wenn ihr ältere Videos seht, wird der Link nicht unbedingt funktionieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Russian Fishing 4 hier mit dem Keule. Ciao, ciao.